Alles, was mir fehlt, ist der richtige Mann. Ich will jetzt auch geheiratet werden, den Lutz will ich aber nicht. Deswegen treffe ich jetzt den Psychologen Georg Krause und von ihm möchte ich wissen, wie man den geeigneten Ehepartner findet. Hier auf Schloss Lörsfeld bei Kerpen wurden schon viele Ehen geschlossen. Im Trauzimmer soll Herr Krause mir das mit der Ehe mal genauer erklären. Warum ist es denn eigentlich so, dass vor allem Frauen es immer die sind, die geheiratet werden wollen? Ja, das liegt sicherlich noch am Beuteschema, was in den Köpfen der Frauen vielleicht vorherrscht. Sie möchte gerne den breitschultrigen Adonis-Typen haben, der gut aussieht, der auch einen sozialen Status darstellt, der erfolgreich ist, der die Familie gut versorgen kann. Das ist vielleicht noch ein bisschen in den Köpfen der Frauen drin. Studien bestätigen, dass das weibliche Beuteschema sich seit der Steinzeit wenig verändert hat. Selbst die moderne Karrierefrau wählt beim Heiraten immer noch häufig nach Versorgeraspekten. Und wie soll man das ändern? Erstmal das Beuteschema überdenken. Heute sucht eine Frau eigentlich oder sollte einen Partner suchen, der zum Beispiel Kindererziehung mitgestaltet, der witzig, humorvoll ist, charmant ist, der ihr das Leben leichter macht, der ihr durch Witz und Charme zur Seite steht. Wer sein Beuteschema erweitert, vergrößert damit die Auswahl an potenziellen Heiratskandidaten. Damit steigt die Chance, einen Ehemann zu finden. Was ist denn eigentlich jetzt mit Frauen, die vielleicht nicht so gut ausgebildet sind, die das sich halt nicht leisten können, quasi nur den Humorvollen von nebenan zu sehen? Was kann man denen raten? Ja, Frauen, die jetzt nicht so gut ausgebildet sind, die nicht so ein gutes Einkommen haben, möchten meistens doch nach oben heiraten. Das heißt, irgendwo ein bisschen einen gewissen Status und ein gewisses Einkommen durch die Hochzeit erzielen. Das kann man auch nicht verübeln, das ist auch verständlich. Eine Garantie für eine zufriedene, tolle Beziehung ist das aber auf gar keinen Fall. Also zusammenfassend, was kann ich tun? Also erstens überdenken Sie Ihr Beuteschema. Mhm. Zweitens reisen Sie dorthin, wo die meisten Männer leben, die auf relativ wenig Frauen treffen, statistisch zumindest gesehen. Okay, und Sie können mir dabei helfen? Ich kann Ihnen das zeigen. Ganz genau. Ja, ich zeige Ihnen das gerne auf einer Landkarte mal zeigen. Sehr, sehr gerne. Unbedingt. Gut. Fast 400.000 Ehen werden jedes Jahr geschlossen. Aber wo in Deutschland ist denn nun das Angebot an heiratswilligen Männern besonders groß? Es gibt tatsächlich Orte, in denen sehr häufig geheiratet wird, also ganz besonders hier oben die Friesischen Inseln oder auf Rügen wird sehr häufig geheiratet und ganz hier unten im Süden, in Bayern, hier so der Bereich Garmisch-Partenkirchen, also hier wird besonders häufig geheiratet. Und warum ist das so jetzt, dass es so ein bisschen so extrem entweder im Norden oder im Süden ist? Also eine Erklärung ist, es sind sehr ländliche Gegenden und es sind auch noch sehr traditionelle Gegenden. Das heißt, hier wird die Tradition noch gepflegt und hier wird also auch gern geheiratet. Das ist ganz anders als beispielsweise in den Großstädten. Da nimmt die Zahl der Hochzeiten eher ab. Und wo finde ich denn jetzt noch heiratswillige Männer für mich? Also sie werden hier in Ostdeutschland fündig werden und speziell hier im Bereich Brandenburg. Mhm. Alles klar. Und Brandenburg, warum gerade hier? Also ich vermute auch hier natürlich, dass sehr viele Frauen gut ausgebildet sind, sind abgewandert in die Großstädte rein. Und die Männer sitzen also da noch vielleicht in ländlichen Gegenden und warten auf Frauen. Vielleicht warten sie auch auf mich. Ich würde sagen, ich mache mich auf Brandenburg.